Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach im LS19 am Sonntagmorgen. Einen wunderschönen. Ja, ich habe hier noch ein bisschen weitergemacht, bin hier schnell zu BGA runtergefahren und habe auch schon die erste Gabel voll Silageballen reingeschmissen. Wir machen jetzt mal Radio an. Passt. Dann ist aber ein bisschen muckig hier da. Ist ja leider die einzige, was wir hier anmachen können. Oder was YouTube halt eben zulässt. So, nur ein bisschen schauen, ob wir noch alles rein. Oh Gott, reinbekommen. Aber das wird man ja locker schaffen. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich noch irgendwas anderes gesagt habe, was wir machen müssen, weil die Lage beim technisch. Glaube ich, waren das ja jetzt alle. Details. Wir könnten dann eigentlich gleich vorspulen. Stopp. Ich glaube, wir müssen tatsächlich nochmal spritzen. Oh Gott. Also komm. Das kann natürlich sein. Muss ich mir dann gleich mal die Felder angucken. Wie die denn aussehen. Oh, haben wir noch ein wunderschönes cooles Red Bull rumstehen, weil wir haben gerade vorhin Gemeinderade aufgenommen. Herrlich. So. Und ja, ich kann euch schon mal einen ganzen kleinen Teaser geben. Wir haben eine dritte Person mit dabei. Wer es ist und wer es ist, werde ich euch aber noch nicht sagen. Es bleibt eine Überraschung. Das seht ihr dann in der kommenden Mittwochsfolge. Ja, in der kommenden Mittwochsfolge haben wir dann auch eine dritte Person mit dabei. So, so viel zum Thema Gemeinderat. Jetzt kommen wir wieder hier zu Stappenbach zurück, denn hier haben wir auch noch das ein oder andere zu machen. So, ich hoffe, die drei Ballen gehen jetzt da noch rein. Oh, ich glaube, da liegen schon ein paar mehr drin, die wo nicht reingegangen. Oh. Ja, ich muss da kurz rein. Komm ich da irgendwie rein? Kann ich denn hier irgendwie drauf? Nein, kann ich nicht. Ich muss ganz kurz hier drauf. So. Oh Gott. 1, 2, 3, 4. Ja. Sind natürlich leicht suboptimal. Das heißt, der muss hier ganz kurz unten warten und stehen bleiben. Weil wir müssen ja dann die restlichen Silageballen da wieder rausholen. Ah, der schon hat schon aufgenommen. So, den Premium fahren wir jetzt wieder nach oben. Zack, passt. Ballen haben wir keine mehr da, das passt auch. Ja, wobei wir fahren mal hochfahren, gucke ich mal ganz kurz auf unsere Felder. Wie ist denn da mit Wachstumsstufe und Spritz? Oh. Ja. Die 96, 85 und die 80 sind voll mit Unkraut. Das ist natürlich nicht gut. Warte mal, brauchen wir Pflegebereifung? Ich guck dir mal ganz kurz hoch. Weil wenn ich es mir mit meinem Auge angucke, dann sehe ich das mal ein bisschen besser. Oder kann ich es besser einschätzen? Als wie nur. Da brauchen wir momentan noch keine Pflegebereifung. Das heißt. Nee. Da haben wir. Das ist ja unser. Spritzer wollte ich gerade sagen, das hat sich wieder falsch an, aber ihr wisst, was ich meine. Unser Spritzenfahrer. So, hört sich so richtig an. Schröder rennt ja auch wieder wie wild rum. Ich hoffe jetzt nur, ich habe, wo ich die hier reingestellt habe, geguckt, dass ich sie komplett aufgefüllt. Ja, das ist dann natürlich mal wieder perfekt. Sie ist aufgefüllt. So lässt sich doch arbeiten. Frontgewicht brauchen wir keines. Oh, knapp aber ging. Dann klappt das mal ganz kurz aus. Wieso sind hier immer die Kurse offen? Ich verstehe das nicht so ganz. Das speichert es irgendwie nicht so richtig, aber das Gefühl. Oh Gott, ja. Ich glaube, wir sind damit knapp einer Bahn fertig mit Spritzen.
Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? So, ich hau die jetzt mal an. Oh Gott, ich muss da noch viel weiter rüber. Dann streife ich da noch den Baum. Ich muss sagen, das Feld ist knapp so breit wie unsere Spritze. Ja gut, ne? Kann man machen. Ja, okay, ein bisschen breiter ist das Feld, aber auch nicht viel. Alter, ich werde hier vorne nie im Leben rumkommen. Das weiß ich jetzt schon. Also ich lenke jetzt volle Kanne ein, aber dann bleiben, ja, dann bleiben wir da immer noch hängen. Alter, hier oben der Kameraperspektive ist es, der Sound so leise, dass man kaum was hört. Oh, 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 oh. Alter, gekonnt. Richtig gekonnt, hier gedreht. Einem Zug. Das ist natürlich wunderbar. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich das also weiter behalte und hier gut rüberfahre. Weil da vorne kommen schon wieder Bäumchen. Ja, 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 ja. Und jetzt die Spur halten. Dann passt das. Ja, ein bisschen weiter rüber. Unsere Aufgabe ist, kein Pflänzchen stehen zu lassen, kein Unkraut stehen zu lassen. Und das haben wir auch wunderbar gemeistert, also wunderbar. Ich hätte eigentlich den CP-Fahrer machen wollen, lassen, aber das geht so schnell. Das machen wir erstmal, glaube ich, schneller, wenn wir es selber machen. Muss ich jetzt echt mal so sagen. Und außerdem, wir haben ein bisschen Eile. Weil nicht, dass dann hier plötzlich die nächste Wachstumsstufe kommt und wir das ganze Zeug zusammenfahren. Das wäre richtig schlecht. Wobei die Spritze wird tatsächlich nichts kaputt machen, aber mein Traktor, weil da habe ich noch ein Mieters Breitreifen drauf. Und das würde für den wunderschönen Weizen, glaube ich, was wir hier angesehen haben, das Ende bedeuten. Ganz leicht hängen geblieben, aber ich habe schon vorausgeahnt, dass wir leicht streifen. Aber wir sind ja schön vorbeigekommen. Gepasst. Auch damit das auch super. Dann ein Träumchen. Alter, das ist schon eine wirklich krasse Arbeitsbreite, muss man jetzt wirklich mal sagen. Also für eine Anhängespritze wirklich krass. Eieieiei, das geht nicht. Schade, ne? Warte, ich klappe die kurz ein. Da müsste man nämlich vorbeikommen. Ja. Aber warte. Bisschen zurücksetzen. Alter, man hört halt, ich glaube, das Einzige, was man hört, ist der Radio und meine Stimme. Und ganz leichten Klang vom Fendt. Und ansonsten hört man nichts. Und ich auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, wie es in der Aufnahme ist, aber ich glaube, da hört man auch nicht viel mehr. So, hier ist natürlich perfekt, weil hier keine Bäume sind. Und wer weiß, vielleicht kommt da eine Ecke, Baum da vorne an der Ecke auch noch weg. Ja, mit solchen Arbeitsbreiten. Warte mal. Nein, nicht ganz geht's nicht aus, schade. Mal gucken, wie breit der Streifen ist. Wenn er jetzt nicht allzu breit ist, dann lassen wir ihn stehen. Aber wenn er ein bisschen breiter ist, dann kommt er. Dann müssen wir nochmal runterfahren. Okay. Ich hatte jetzt gerade gedacht, dass auch unserem Luzerne. Auf unserem Luzernefeld auch Unkraut drauf ist, aber nee, das ist ja schon in der vorletzten Wachstumsstufe oder ich habe jetzt gar nicht geguckt, aber ich glaube, es ist noch nicht reif. Und da ist, glaube ich, kein Unkraut drauf. Gut. Jetzt einlenken, da kommen wir nämlich hier perfekt rum. Und ja, meines Erachtens, wenn ich hier noch an, dann sind wir noch ein bisschen, ja, wir sind irgendwie noch ein bisschen eine breitere Bahn. Das heißt, die fahren wir nochmal schnell ab. Da hau ich tatsächlich jetzt aber schnell den Tempomaten rein, weil dann kann ich kurz auf die Karte gucken. Nee. Da. Oh ja, das ist nochmal eine gute breite Bahn. Oder ja, was heißt eine gute breite Bahn? Ich spritze, das ist ein Klacks. Und dann haben wir noch Feld 80, was wir auch in. Ja, drei. Einmal rauf, einmal runter und einmal in der Mitte und dann haben wir das auch. Das war schon eine gute Investition. Ich habe jetzt noch nicht mal die breiteste, weil ich habe jetzt gleich wartet. Die 36 Meter. Ist das möglich? Da ist sie.
18 Meter? Ah, da steht nur die kleinste Breite dran, aber ja, kann ich mal schnell nachgucken. Spritze, Spritze, Spritze. Siehst du, doch, da ist sie. Ich habe die hier in der 36 Meter Ausrichtung. Okay, genau. Habe ich hier gerade ein bisschen was stehen gelassen? Glaube nicht. Hoffe ich mal. So, wir können sie ausschalten. Ich guck kurz. Ups. Na, nee, wir haben alles mitgenommen. Passt. Das heißt, die können zusammenklappen und ich drehe mal ein bisschen näher ran hier. Hier muss auf jeden Fall eine Umleuchte an, weil wir haben ein relativ breites Geteil, gell? Aber wie schnell die auch zusammenklappt. So, zack, dann ist die zusammengeklappt. Das ist schon nicht schlecht. Erinnern. Gott, oh Gott, oh Gott. Dürfen hier nicht so schnell fahren. Ist ein etwas holpriger, nicht ganz so gut ausgebauter Weg hier. Hier heißt wieder Waldweg, aufpassen. Vor allem, weil es jetzt nachts ist, kann auch mal das schnell das Wild von links nach rechts hüpfen. Wobei es jetzt eigentlich kein großer Wald ist, ein kleines Waldstück. Oder? Ja, ein bisschen weiter. Ich glaube, wenn ein Hase drin ist, dann war es das auch. So, das heißt immer einen wunderschönen selbst gebauten, selbst angelegten Weg hier runter. Und da können wir eigentlich gerade drüber fahren. Oh, fahre ich hier was kaputt? Ne, passt. Aufklappen. Da können wir ja auch schon gleich durchstarten. Alle Autofahrer denken sich auch nur so, was passiert da vor mir? Alter. Ja, wo ist das schon? Das ist schon nicht schlecht, muss man sagen. Das ist schon wirklich nicht schlecht. Ich glaube, das hört sich in der Aufnahme auch so an, dass ich gerade wirklich, dass ich wirklich fasziniert bin von dem Teil. Es ist, glaube ich, tatsächlich die Fenneland, die ist, glaube ich, die breiteste Anhängespritze, die ich kenne. Außer ihr kennt noch eine breitere, dann gerne in die Kommentare damit. Aber ich glaube, es ist die breiteste. Also zum Anhängen jetzt keine Selbstfahrt. Die Selbstfahrt ist noch ein Ticken breit. Ich glaube, die hat 46 oder 48 Meter. Auf jeden Fall die, wo wir hier im Spiel haben. Aber die bauen wir hier nicht. Das ist jetzt für unsere Verhältnisse die hier mit 36 Meter schon. Ja, ich würde. Ja, weiß nicht, soll ich sagen, sie ist zu groß. Im Prinzip ist sie eigentlich zu groß, weil man kann hier echt nicht. Es sind hier viele Felder mit vielen Bäumen ringsrum. Und da ist man dann halt nicht ganz so wendig. Aber man hat es halt schnell, ne? Das ist halt auch wieder ein Vorteil. Oh, ich glaube, das ist nicht ganz so gut, wenn ich hier die Wiese vom Nachbarn spritze. Ich glaube, dann wird das Gras kaputt gehen. Glaube ich. Alter, was wächst denn hier am Rand? Alles da so ein Stück gekalktes etwas. Weizen oder was da steht. Oder Sojabohnen. Zuckerrüben und noch was alles. Ja, moin. So, ja, das Eckchen da hinten, das passt. Dann haben wir alle unsere Felder gekalkt. Das doch wunderbar. Ja, das passt. Das heißt, wir können die zusammenklappen und dann mache ich von der Straße runterfahren. Ich fahre aber den Straßenweg nach Hause. Arbeitsbeleuchtung aus, Fahrtlicht an. Vorwärtsgang rein. Und ja, jetzt schaue ich vor dem Auto auf jeden Fall noch raus. Oh, vor dem Paar aus. Aber ich ziehe dann Umleuchter, wenn ich noch anpasst. Oh Gott, Auto. Hilfe. So. Vor allem wieder aufpassen, nicht dass das so passiert wie beim letzten Mal, dass es einfach uns wegschießt. Aber es sieht gut aus. Ah, da vorne kommt zwei eines. Ah, das passt. Ja, ab zum Hoch- und Fernlicht. Oh, warte mal, ich fahre hier gerade mit Fernlicht, ist mir aufgefallen. Unangenehm, nicht ganz so optimal. So, hier bremsen. Oh, ganz knapp. Ganz, ganz knapp, ich sage. So, das heißt, ganz kurz mit dem Kehrer drüber wascheln. Mit dem hatten wir auf der Gemeinderade auch die ein oder andere Problem. Also im CD-Player funktioniert einmal frei, also da habe ich nichts zu bemängeln. Ach, ich habe schon wieder das vergessen, den einen Mod mit rauszuschmeißen.
Ich muss das jetzt direkt nach der Aufnahme machen, sonst vergesse ich das noch und weitere 100 Folgen lang. Und ja, das habe ich ganz vergessen, da habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht. Wir hatten tatsächlich gestern die 30. Folge auf der Stappenbach. Hat die Zeit wirklich schon wieder schnell, also ich denke mir, wir sind jetzt erst hier ein paar, gerade mal glaube ich 3 Tage mal vorgespult oder so, wenn überhaupt, und haben schon 30 Folgen, also schon wirklich krass. Fällt mir auch gerade auf, die Reifen sind auch noch schon drauf. Kann man da konfigurieren oder gehört dazu? Ich glaube nämlich, das ist nicht original. Glaube ich. So, dann fahren wir gleich nochmal schnell rüber zum Händler, wenn er noch offen hat. Und dann kann man das für die nächste Fahrt gleich wieder komplett auffüllen. Oh nein, dazu, aber der Händler hat uns ja wunderbar unseren Schlüssel gezeigt, wenn wir nur aufschieben hier. Und dann können wir hier rein. Ich glaube, der wohnt direkt in dem Häuschen da vorne. Moinsen. Da müssen wir hin. So. Ja. Ja, genau. Und in der Zwischenzeit, während das hier auffüllt, warte mal. Hat sich schon wieder so viel gesetzt? Ja. Ich glaube, da kann schon wieder der ein oder andere Ballen rein. So, wollen wir ganz kurz ein bisschen ran und gucken mal. Ah, da liegt noch ein paar. Ja, da liegen noch ein paar drinnen. Zack. Dann muss ich jetzt aber ganz kurz so reingucken. Da komme ich wieder nicht rein. Ah, Hilfe, ich. Hilfe? Hallo? Oh Gott. So. Kurz reingeguckt. Oh, ja, perfekt. Gut. Dann war das ganz gut, wenn wir ein bisschen gewartet haben, weil das heißt, dann können wir den kleinen Süßen hier auch mit nach Hause fahren. Ist natürlich wunderbar. Dann muss er hier nicht rumstehen alleine. So. Das passt. So, dafür stehen wir hinterher, danke. So, gucken wir mal ganz kurz nochmal nach. Ich weiß nicht, habe ich schon nachgeschaut. Okay, 85. Ah, das war der Spritzmittel, okay. Haben wir gerade gedacht. Was war das jetzt, aber. So, Hecklicht aus, dann haben wir. Ne, warte mal, wir haben die Foliebeleuchtung an. So, jetzt passt's. Oh Gott. Hilfe. So. Ich hoffe, der Kleine kommt da hinten rum und bleibt nicht hängen. Oh ne, er hat's geschafft, okay. So, hier kann man. Oh Gott, nee, das lassen wir aus. Ich wollte hier gerade Fernlicht anmachen, aber dann blendet ihn das in der Scheibe so krass, dass ich nichts mehr sehe. Hier vorne geht eh schon die Straße an. Schnell raus. Dann sind wir wieder zurück. In die Ortschaft Stappenbach reingedonnert. 30er Zone. Ah, es ist nach, da fällt es nicht auf. Und das ist schon wieder zu Ende. Süßte. Nein, wir sind nur 30 gefahren, Leute. Hat keiner mitgekriegt. Oh ja, hier war die Geschichte. Mit dem Stein und den. Das ist der 2.0. Oh nein, LKW. Oh, der Arme. Oh nein, er ist sogar noch so weit zurück, dass er gar nicht gecrashed. Das ist natürlich auch gut. Dann werden wir da auch nochmal schneller gleich abholen. Aber als erstes räumen wir mal die 2 Kollegen auf, weil dann kann man auch nämlich richtig draufdrücken mit Vorspulen. Und dann schaffen wir es sogar noch in den neuen Tag zu starten. Und wir kriegen Geld. Das ist doppelt gut. So, der dahin kann ich schon mal gleich mal sagen. Oh lol, er ist uns nicht reingefahren. Applaus. Oh Scheiße, die kommen immer an. Oh Gott. Das war gleich zu optimal, jetzt bin ich selber reingefahren. Nicht gut, nicht gut. Können wir gar nicht gut. Dann nehmen wir gleich nochmal ein Stück Red Bull. Ah, beste. So. Nur wirklich sagen, beste für lange Zuckerabende. Schönes, cooles Red Bull hier. Hereinziehen, perfekt. So, da glänzen auch die Michelin-Reifen immer wieder. So, der steht auch gleich neu.
Was sagt denn mal? Ich wollte gerade. Nee, soll ich das sagen? Okay, ich sage es aber ganz schnell. Ich wollte gerade sagen, ich spritze weiter. Ja, und es gibt so den einen oder anderen, der da schnell pervers trinkt. Aber ich meine natürlich im Wasser. Oh, das hört sich auch wieder falsch an. Den Strahl vom Hochdruckreiniger. So. Jetzt kann, glaube ich, keiner ein Missverständnis verstehen. Oder so keine Missverständnis fühlen. So. Passt, die zwei glänzen wieder. Frontlad noch ein bisschen die Ballengabel. Passt. Oh. Wollte eigentlich gerade R drücken, bin aber eigentlich egal. Genau, der kommt vor den Düngerstreuer. Vor dem R, vor der Düngerstreuer. Das passt. Und dann haben wir den Frontlader noch schnell an den Boden. Da ist die Vorderachse auch ein bisschen erleichtert. So. Handbremse an. Licht aus. Das passt. Hat zwar kaum gemerkt, weil hier drin Licht an ist. So, dann schieben wir hier nochmal, machen wir nochmal kurz Heckbeleuchtung, dann sehen wir da drin wesentlich mehr. So, dann fahren wir hier mal rein. Oh, dachte schon, wir bleiben irgendwo hängen, aber nicht gut. Ist gegangen, der passt. Ja, den können wir so stehen lassen, der steuert er nicht. Diese Gerätschaften stehen alle auch wunderbar da. Das ist auch perfekt. Genau, den Fendt muss ich noch schnell aufräumen. Und dann können wir in die Vorspulen. Handbremse an, Licht aus, Umleuchte aus, passt. Dann springen wir noch ganz kurz zum, da war er schon. Oh, der Motorsound ist wirklich ein bisschen kalt. So, Spritze ist voll. So, machen wir natürlich hier auch wieder zu, dass da über Nacht kein anderer reinkommt. Das passt. Oh, das war gerade knapp mit dem Kerl. Aber ich habe ihn nicht berührt, alles gut. So, schieben wir die dann nochmal drin. Das passt, die kann man so stehen lassen. Und dann ist sie für den nächsten Einsatz schon bereit. Und dann packt man den Fender nochmal rein wieder. Ist der auch aufgeräumt. So, und da ist der Fuhrpark abgestellt. Perfekt, wunderbar. Und wir können, das heißt, wir können jetzt vorspulen. Knallgas. Die Notzahlungen gleich sind wir Einnahmen 42.000. Also auf der vorigen Map war es auf jeden Fall eindeutig mehr. Es war auch ein bisschen mehr Ballen. Aber da war der Preis auf jeden Fall besser. Zeittechnisch. Ja, 6, 3, 7, das passt. So, Licht machen wir jetzt wieder überall aus. Das brauchen wir nicht mehr. Und so. Aber das erspare ich euch auch, wie ich überall das Licht ausmache. Das mache ich nämlich jetzt dann offline, weil wir sind für euch auch schon wieder fertig, liebe Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wäre natürlich sehr nett. Und ansonsten sehen wir uns dann morgen zu einer weiteren Folge hier auf der Stappenbach. Und bis dahin wünsche ich euch allen einen wunderschönen restlichen Sonntag. Und bis morgen. Haut rein und ciao, ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Shooting star, let them know.